Die RHB ist in den letzten Jahren moderner geworden. Dazu tragen auch die Albula-Gliederzüge bei. Sie werden von den Loks der Serie GE443 traktioniert. Eine Variante kommt bei LGB. Und haben auch eine Kleinigkeit am Modell dargestellt, was die RHB umgebaut hat. Und zwar hatten die Loks bis vor kurzem alle ein Signalhorn auf dem Dach. Anscheinend war das irgendwelchen Autohupen zu ähnlich, ich weiß es nicht. Man hat die Loks jetzt umgebaut oder baut sie um auf eine Druckluftpfeife, wie es früher schon üblich war. Alle Radsätze werden von zwei leistungsstarken Bühlermotoren angetrieben. Ein MFX-DCC-Decoder bietet viele Licht- und Soundfunktionen. Die Bobo 3, wie sie oft genannt werden, sind meist mit Personenzügen am Albula unterwegs. Sie können aber auch Güterzüge schleppen. Somit ist dieser Containertragwagen ein passendes Anhängsel. Von diesem Wagen gibt es zwei Ausführungen. Einmal mit Handbremskurbel auf der Bühne. Und dann gibt es welche, die seitlich ein Handbremsrad haben. Hier war eigentlich mal der Gedanke dahinter, dass man damit das Hochklettern auf die Bühne sich ersparen kann. Es hat sich aber gezeigt, dass vor allem bei viel Schnee die Geschichte mit der Bühne doch die sinnvollere war. Jetzt haben wir aber beide Varianten im Angebot.